Gut, ich möchte um eure Aufmerksamkeit bitten. Einige Klärungen zu unserer Übung. Für jene von euch, die schon länger dran sind, für jene von euch, die eben eingestiegen sind. Begrifflichkeiten. Sati, Achtsamkeit, Geistesgegenwart, die Fähigkeit des Geistes, an etwas dran zu bleiben, das sich ändert. Das ist die Voraussetzung für Einsicht, für Vipassana. Aber auch die Fähigkeit des Geistes, einen bestimmten Bereich abzudecken. Das ist in vielem die Fähigkeit, die uns ermöglicht, die Simultaneität von Erfahrungen zu verarbeiten. Samadhi, die Sammlung des Geistes, das schlechte Wort dafür ist Konzentration. Die Sammlung, die Einigung des Geistes, geht zurück auf unsere Fähigkeit zu Sati. Sati ist die Keimqualität. In ihr liegt begründet, dass wir verstehen können. In ihr ist begründet, dass wir diesen Geist sammeln, einen vertiefen können. Ohne Sati geht nichts. Jetzt ein Aspekt von Sati ist Aufmerksamkeit. Das allererste, was wir merken, ist, dass unsere Aufmerksamkeit irgendwo hingeht. Das ist keine geführte Meditation, es ist also völlig in Ordnung, wenn ihr eure Augen öffnet. Ich freue mich, wenn ihr eure Augen öffnet. Ich habe jahrelang mit Leuten gelebt, die hinter geschlossenen Augen nicht zelluläres Zuhören gemeint haben, sondern straflose Dissoziation. Also wenn ihr mir das Leben leichter machen wollt, dann schenkt ihr mir eure Aufmerksamkeit und versucht nicht durch zu meditieren, was ich zu sagen habe. Aufmerksamkeit gibt es zwei Sorten. Die eine ist willkürlich, die kann man nicht trainieren. Die hat mit unserer Entwicklungspsychologie zu tun und unserem Überleben. Und die zweite Sorte, die ist willkürlich, das heißt, die geht dorthin, wo wir wählen. Und die kann man sehr wohl trainieren. Es ist das Verdienst der yogischen und buddhistischen Traditionen, diese zweite Sorte von Aufmerksamkeit ganz besonders verstanden zu haben und deren Schulung und Ausbildung zum Anliegen sich gemacht zu haben. Ja, das ist, was wir tun. Wir schulen unsere Fähigkeit, aufmerksam zu sein. Jetzt, wenn diese Fähigkeit nicht ausgebildet ist, dann geht die Aufmerksamkeit einfach dorthin, wo am meisten geboten wird. Da gibt es eine kleine Instanz in unserer Psyche drin, und die sagt, wo läuft was, wo wird was geboten, wo kriege ich was? Und dort geht sie hin. Der erste Teil unserer Übung ist rauszukriegen, wo sie hingeht, wo diese Aufmerksamkeit hingeht, wenn sie dem nachläuft, was ihr besonders gratifikationsversprechend ist. Was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich denken, mit wem kann ich sitzen? Das ist diese Sorte von Aufmerksamkeit. Die sucht das Wohl und meidet das Unwohlsein oder die Langeweile oder den Schmerz. Erste Aufgabe meditierender Übung ist, dass ich merke, wo geht eigentlich meine Aufmerksamkeit hin? Weil das sagt etwas über mich, das sagt etwas über meine Gewohnheiten. Und fast nichts kann geleistet werden, wenn ich mir nicht klar werde, wo ich stehe und welche Neigungen ich mitbringe. Dann ist die Übung, dass ich erkläre, etwas zum Gegenstand meines kontinuierlichen Aufmerksamseins mache. Ich mache etwas zum erklärten Gegenstand, indem ich ein Objekt wähle, einen Prozess wähle, sagen wir eine Atemempfindung, eine Körperempfindung, ein Mantra, ein Metasatz, und ich versuche, meine Aufmerksamkeit dort immer wieder zurückzuführen, weil es ist in der Neigung, diese Aufmerksamkeit wegzulaufen. Ja? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid der Einzige oder die Einzige, die unter dem leidet, nein, es ist eingebaut. Aufmerksamkeit ist inklusive, ist einladend. Und diese Aufmerksamkeit zu zähmen, ist die erste große Aufgabe, dass ich hier einen klaren Ort gebe, einen klaren Prozess und versuche, diesen Prozess zu favorisieren. Und die Erfahrung ist, dass das nicht klappt. Immer wieder, dass das nicht klappt, dass die Aufmerksamkeit mit hehren Absichten beginnt und nach relativ kürzerer oder längerer Zeit anderswo hingeht. In die Gedanken, in die Sinnesreize, in die Erinnerung, in die Zukunft, vor allem in die Dokumentation und Bewertung einer fiktiven Gestalt namens Ich. Das ist, was Aufmerksamkeit gemeinhin tut. Und es ist der erste Teil dieser Übung,
dass ich lerne, diese Aufmerksamkeit kontinuierlich bei dem von mir gewählten Prozess zu halten. Wir nennen das objektspezifische Meditation. Finden wir in allen Traditionen. Solange das, da gibt es verschiedene Stadien. Das erste ist, ich kicke das mal so hin, ein paar Atemlängen, und dann ist sie wieder weg. Und dann hole ich sie zurück. Und meine willentliche Aufgabe ist, sie zurückzuholen. Das ist die wichtige. Dort geht der Wille rein. Der Wille geht nicht rein, dass ihr eure Atmung klein macht oder eure Aufmerksamkeit scharf macht oder solche Sachen. Das ist nicht, was euer Wille tut. Was der Wille tut, ist, er bringt die Aufmerksamkeit zurück, wenn sie wegströmt. Der Geist eint sich von alleine. Die Einsgerichtetheit des Geistes ist nicht etwas, was wir machen, Ekagata, sondern es ist etwas, was sich einstellt, das Resultat unseres Bemühens. Und dieses Bemühen ist zweierlei. Erstens, geht es um die Tauglichkeit des Objektes. Atem hat sich bewährt, Körperempfindungen haben sich bewährt. Und zweitens geht es darum, dass ich die Aufmerksamkeit zurückhole. Immer wieder, wenn ich merke, dass sie nicht dort ist, wo ich erklärtermaßen sie zu schulen trachte, dann hole ich sie zurück. Das ist die zweite große Aufgabe. Dort kommt meine Disziplin, meine Methodik, mein Wille, meine Bereitschaft zur demütigen Erkenntnis, dass es wieder weggerutscht ist. Dort kommt die zu tragen. Nach einer Weile wird es möglich, dass der Geist mit diesem einen Prozess verweilt. Ja, die Gedanken sind noch da, aber sie laufen nicht, die Aufmerksamkeit läuft nicht mehr weg. Da kräuselt sich etwas links und rechts, aber meine Aufmerksamkeit vermag jetzt zu bleiben mit dem von mir gewählten Objekt. Das ist ein nächstes Stadium. Da beginnt es interessant zu werden. Noch immer ist die Aufmerksamkeit objektspezifisch. Sie hängt an diesem Prozess und dieser Prozess ist, was sie beschäftigt. Das nächste interessante Stadium ist, wenn die Aufmerksamkeit sich über diesen Prozess stillt und erweitert. Ja. Wenn sie fließend genug wird, diesen Prozess zu verfolgen, dann beginne ich sie Achtsamkeit zu nennen. Und wenn diese Achtsamkeit kontinuierlich und stabil genug ist, dann öffnet sich dieser Raum. Und die Achtsamkeit ist nun nicht mehr abhängig von dem Gegenstand oder dem Prozess, an dem wir sie trainiert und gestärkt haben. Wir kriegen also von einem objektspezifischen Von einer objektspezifischen Form von Achtsamkeit kriegen wir mehr und mehr ein Gewahrsein, einen räumlich erlebten, so ein Kontinuum, ein räumlich erlebtes Kontinuum. Und in dieses Kontinuum tauchen einzelne Sachen auf und verschwinden wieder, ohne dass unsere Achtsamkeit kollabiert. Ja. Mit anderen Worten, was begann mit einer sehr spezifischen Übung, in der die Aufmerksamkeit sich einen Gegenstand, einen Prozess vornimmt, wird zu einem stabilen räumlichen Gewahrsein. Und in diesem räumlichen Gewahrsein tauchen verschiedene Sachen auf. Und die Aufmerksamkeit erkennt sie, versteht sie, aber hängt nicht mehr direkt ab von diesen Sachen. Die Aufmerksamkeit ist größer. Es ist der Raum dieses Gewahrseins, in dem Prozesse aufsteigen, sich wandeln und wieder verschwinden. Ohne dass die Aufmerksamkeit verschwindet, wenn die Prozesse verschwinden. Dann wird es wirklich interessant. Dort wird Gewahrsein als Praxis möglich. Die weitere Stabilisierung dieses Raumes, die Verfeinerung dieses Raumes, ist dann der Prozess, der sich Samadhi nennt, oder Vertiefung von Samadhi. Das ist noch nicht Vertiefung im Sinne von Jhana, aber es ist eine Stabilisierung eines Gewahrseins, das fähig ist, mit nunmehr verschiedenen Erfahrungen in unserem Sinnen, Leben oder in unserem affektiven Leben oder sogar Prozessen, die aus unserem Denken und unserem Erinnern auftauchen, in einer achtsamen Weise umzugehen und eine Beziehung zu halten. Realistischerweise müssen wir einschätzen, wozu unsere Achtsamkeit gerade fähig ist. Ja? Sati, manchmal ist sie schwach, dünn, spröde, brüchig. Und das kriegen wir nicht so mit. Wir kriegen Sati nur immer indirekt mit. Sati kann in seiner Qualität ermessen werden daran, was diese Sati uns mitteilt. Wenn die Sati in den Körper schickt und fragt, was wird hier gespürt, bitte erzähle mir. Und die Sati bringt so zwei, drei vertrocknete Empfindungen zurück und sagt, ja, nichts läuft, das ist normal, alles ist in Ordnung. Dann wissen wir, sie ist nicht so gut drauf heute. Sie braucht Belebung. Die muss massiert werden jetzt. Ja. Statt dass ich sie jetzt versuche, in meine Nasenspitze zu zwingen, dort
Jhanas zu machen, ist es jetzt nötig, dass ich meine Sati massiere, dass ich sie mal einfach von einem Bein ins andere schicke und wieder zurück, dass ich sie ganz aktiv belebe, dass ich zum Beispiel sie zu mobilisieren trachte, dass ich versuche, diese Bewegung zu machen, enger zum punktueller Erfahrung, weiter zum großräumigerer Erfahrung. Solche kleine Bewegungen. Schauen, ob sie das belebt. Schauen, ob ich einen anderen Ort finde im Körper. Schauen, ob ich den Fokus verweitern kann und merken, was sonst noch passiert, statt meine Nase oder meinen Bauchnabel ausschließlich zum Gegenstand zu nehmen. Wenn die Sati sich belebt, dann wird sie auf meine Frage hin, was sie denn spürt im Körper, wird sie mir ganz viele, viele Empfindungen zurückbringen. Sie wird mir differenziert mitteilen, was passiert. So ein bisschen wie im Märchen. Ja. Mutter schickt den kleinen Jungen in den Wald Holz holen. Wenn das Bündel klein ist, das er zurückbringt, dann muss er noch mal 7 Jahre warten. Ja, es ist noch zu klein. Wenn das Bündel schon stattlich ist, dann weiß er, jetzt ist er. Nächste Initiation steht an, jetzt geht's weiter. Ja, mit dem kann man was machen. Also das Erste für Meditierer ist, lernen rauszukriegen, wie viel ist gerade in meinem System. Wie viel Energie, wie viel verfügbare Achtsamkeit ist im System. Und wie kann ich sie beleben, wenn es nicht genug ist nach meinem Dafürhaben? Es ist unsinnig, wenn eure Sati nicht fähig ist, ein paar Atemzüge zu begleiten, offenes Gewahrsein zu üben. Ja, ihr werdet einfach 3 Sekunden offenes Gewahrsein üben und dann wird der erste Gedanke auftauchen und ihr seid weg. Das ist nicht Meditation, das ist Denken. Also braucht es eine realistische Einschätzung eurer Vitalität, eurer Befähigung in diesem Prozess. Und es macht Sinn, rauszufinden, was eure Sati denn stärkt und stabilisiert. Was können wir tun? Neben der Frage, was mich denn stillt, neben der Frage, was mir denn hilft, neben der Frage, wo in meinem Körper ich am leichtesten finde, meine Aufmerksamkeit anzusiedeln, ist die Geduld eine große Tugend, ist die Klarheit eines Übungsprozesses oder eines Übungsobjektes eine große Tugend. Also zu wissen, ob ich in der Nase oder im Bauch auf meinen Atem achte, zu wissen, dass ich nicht ein Beobachter meiner Person bin, sondern ein Bewohner dieser Person. Wenn schon Personen, dann lasst uns diese Personen bewohnen, fühlend, spürend, mit ganzem Herzen und ganzer Herzensintelligenz und uns nicht einfach verwandeln in eine quasi Beobachtermission unserer Erfahrung. Das nächste ist, dass ich lernen muss, mir diesen Körper zu erschließen. Spüren die Ränder dessen, was ich spüre. Der Rand ist immer das Interessante. Starke Empfindungen, wenn sie angenehm sind, sind leicht. Starke Empfindungen, wenn sie unangenehm sind, sind schwierig. Wirklich interessant und wirklich wachsen tun wir, wenn wir die Randzone von Empfindungen ausloten. Wo hört das auf? Wo geht es weiter? Womit hängt es zusammen? Und dass wir uns einen verkörperten Zugang erschließen. Ich kenne keine wirkliche gute und verlässliche Samatha-Erfahrung oder Samadhi-Erfahrung, die nicht auf einer Fähigkeit zu verkörpertem Dasein basiert. Jede Sammlung, jede Einigung des Geistes, die nur mental ist, ohne einen Körperbezug zu haben, ist spröde und leicht brüchig. Also auch wenn euch Samadhi interessiert, wenn euch Samatha-Praxis interessiert, Samadhi ist der Zustand, Samatha ist die Übung, dann ist Körperbezug wichtig. Dann der Atem. Dieser Atem ist eine Empfindung. Der Ort dieser Empfindung ist der springende Punkt, dass die Aufmerksamkeit an einem von mir gewählten Ort stattfindet. Ich fliege nicht dem Atem nach, wenn er raus und reingeht, sondern ich etabliere die Aufmerksamkeit an einem Ort und es ist dieser Ort, der die Empfindungen empfängt quasi. Es ist mein Gewahrsein, dass die Empfindungen an diesem Ort entgegennimmt oder sich ihnen zuwendet. Der Ort bleibt im Bauch, in der Brust, in der Nase, er bleibt groß oder klein, aber es ist der Ort, an dem unsere Aufmerksamkeit verweilt und die Empfindungen kommen dort. Dieses klar zu wissen, wo das für mich persönlich ist, das ist mal eine gute Voraussetzung. Zu wissen, dass ich, wie ich intimer werden kann mit der Erfahrung meines Atems, das ist gut zu wissen. Wir atmen nicht einfach, Atem ändert sich.
Der Atem des Morgens ist nicht der Atem des Abends. Wir atmen nicht immer gleich. Dieser Atem spricht über unsere Verfassung, über unsere Vitalität, unsere Energie, unser Interesse. All das lässt sich im Atem spüren. Es ist eine unglaublich intime und subtile Erfahrung. Und alles, was uns hilft, intimer und subtiler zu werden in der Erfahrung, diese Atemempfindungen, ist großartig, ist geneigt, dass es diesen Geist stillt und dass es diesen Geist sich sammeln lässt. Das erfordert eure Neugierde und eure respektvolle Untersuchung. Das nächste ist wichtig, die Klarheit, was ich tue, wenn ich nicht tue, was ich mir vorgenommen habe. Ja, was ich Plan B nenne, während Plan A die eigentliche Übung ist, ist Plan B, was ich tue, wenn ich nicht bei meiner Übung bin. Mit anderen Worten, wenn ihr euch hinsetzt, dann ist es notwendig, dass ihr darüber im Klaren seid, dass ihr nicht einfach wartet, bis es aufhört mit eurer Fantasie. Ja. Oder mit eurer Schläfrigkeit, oder bis die Erinnerung vertrocknet, oder sowas, sondern, dass ihr aktiv, und ich sage aktiv eingreift, freundlich, beherzt, mütterlich, resolut, was immer euch hilft, ja, die Aufmerksamkeit wieder zurückführt zu eurer erklärten Übung. Nicht einmal, zweimal, sondern 1000, 10.000 Mal, wenn es nötig ist. Und dieser Akt, die Rückführung der Aufmerksamkeit auf die erklärte Übung, ist nicht sehr schmeichelhaft. Wir können das immer als ein Scheitern konstruieren, aber das ist kein Scheitern. Was es ist die Stärkung einer heilsamen Gewohnheit, es ist die Schwächung einer unheilsamen Gewohnheit, deren kumulativer Effekt sein wird, dass der Geist sich beruhigt und sammelt. Seid bitte klar, was eure Übung ist, seid klar, was euer Ort ist, seid klar, was eure Absicht ist, wenn ihr merkt, dass ihr etwas anderes tut. Sitzt nicht einfach hier, bedauert euch, dass dieser Geist sich nicht sammelt und wartet, bis quasi all die Hindernisse aufhören. Samsara ist endlos und sinnlos. Und es packt einen wirklich ein Schaudern, wenn wir uns mal vor Augen führen, wie viel wir mitmachen an dieser Endlosigkeit und an dieser Sinnlosigkeit. Leben ist schwierig genug, wenn wir beginnen, die Dinge zu identifizieren, die kostbar und wertvoll sind und sich lohnen, dass wir um sie ringen. Aber einfach mitmachen bei Dingen, von denen wir von Anfang an wissen, dass sie herzlich wenig Aussicht auf Glück oder Erkenntnis oder Freiheit haben, ist, da kann einem schon gelegentlich das Schaudern packen. Also, seid klar, sammelt euch, seid nüchtern in der Einschätzung dessen, was mit euch geschieht. Es geht nicht um Bewertungen, aber es geht um Einschätzung, es geht um Erkennen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Unterscheidung und einer Bewertung. Wir ermutigen euch nicht, nicht zu unterscheiden. Wir ermutigen euch, nicht zu bewerten. Das ist ein dramatischer Unterschied. Es wird nicht einfach alles eins. Oder es ist nicht einfach, wenn ich nur still sitze, wird es schon werden. Oder? Es braucht viel Geduld und zugleich diese Mischung aus Sanftheit und Präzision. Gut, lasst uns üben.